gibt viele stressige Situationen im Leben eines Mädchens, sei es Streit oder verschmierter Eyeliner. Schaut euch ein neues Video über seltsame Make-up-Stressabbauer an. Meine Freundin streitet sich mit jemandem am Telefon. Ich denke, es ist ihr Freund. Wow, sie ist wirklich wütend. Beruhige dich. Rouge ist der beste Freund eines Mädchens. Wir geben klaren Kleber in eine Schüssel und fügen rote Farbe hinzu. Dann Flüssigwaschmittel einfüllen. Wir haben Persilfarb-Gel genommen. Dann kneten wir den roten Schleim. Jetzt geben wir zerbröselten Schaumstoff hinzu. Und legen den Schleim in einen leeren Rougebehälter. Meine Freundin öffnet das Rouge. Was ist das? Wow! Mein Rouge muntert sie auf und beruhigt sie. Ihr könnt drücken, dehnen und ziehen, solange ihr wollt. Sie ist beruhigt. Die Krise ist vorbei. Oh, was ist das? Ist das ein Make-up für eine Fee? Magischer Lipgloss? Es funkelt und leuchtet. Wir gießen Wasser in einen leeren Lipglossbehälter bis zur Mitte. Fügt noch Glycerin bis zum Rand hinzu. Jetzt geben wir Glitzer dazu. Mischt es mit einem Applikator. Ihr könnt die glitzernden Partikel, die sich im Lipgloss bewegen, ewig beobachten. Vergesst den Lipgloss. Ich habe etwas Cooleres. Es ist eine Lavalampe. Wir gießen Öl in eine leere, klare Sprühflasche. Verwendet dafür einen Trichter. Dann gibt Farbe ins Wasser. Und fügt etwas Glitzer hinzu. Zieht das glitzernde Wasser in eine Spritze. Und gibt es in das Öl. Wenn es sinkt, werfen wir Stücke von Brausetabletten in die Flasche. Wir haben Aspirin genommen. Es ist eine funkelnde Magie in der Lavalampe. Es sieht aus wie ein Weltraumtanz. Die farbigen Blasen steigen auf und sinken dann wieder. Jetzt müsst ihr ein Rohr vom Sprühkopf abschneiden. Und schließt die Lavalampe. Ich beobachte es gern, wie sich die Blasen hin und her bewegen. Es wirkt beruhigend und entspannt. Falls ihr mehr Brausetabletten einsetzt, werdet ihr einen ganzen Blasenwirbel sehen. Es sieht aus wie ein Unterwasservulkanausbruch. Meine Freundin sieht meine Lavalampe. Der glitzernde Lipgloss ist sofort vergessen. Sie ist total begeistert. Die farbigen Blasen bewegen sich so, wie mein Herz schlägt. Sie will das Spray für sich. Nein. Du hast doch den Lipgloss. Na gut, dann tauschen wir, okay? Weil ich meine Hände mit dem Glycerin befeuchten kann. Meine Freundin hat das nicht erwartet. Sie scheint wieder die falsche Wahl getroffen zu haben. Macht euch das Geräusch von einem Reißverschluss verrückt? Meine Freundin weiß es, aber ihr ist es egal. Mal sehen, wie sie auf meine Schminktasche reagiert. Wir falten ein Stück Filz in der Mitte. Dann brauchen wir Reißverschlüsse in verschiedenen Farben. Legt sie nebeneinander an. Dann markieren wir die Enden. Gebt noch einen weiteren Zentimeter dazu. Jetzt zeichnen wir eine Linie und stecken eine Nadel an. Ihr müsst die gezeichnete Linie jetzt ausschneiden. Und geben Heißkleber zu den Seiten. Und vorne falten wir ein Stück Filz. Und da brauchen wir auch Heißkleber. Befestigt einen Reißverschluss. Dann kleben wir die restlichen auf die Oberseite an. Wir befestigen Klettband auf der anderen Seite. Fertig! Es gibt 4 Folterwerkzeuge auf meiner Kosmetiktasche. Ich kann aus meinem Reißverschlüssen nervende Töne zaubern. Schaut sie an! Das hat sie nun davon. Das klingt doch fast wie Musik in deinen Ohren, oder? Meine Freundin scheint kein Musikliebhaber zu sein. Sie nimmt ihren stressabbauenden Kompaktpuder. Sie benötigt einen leeren Puderbehälter oder einen Taschenspiegel. Jetzt brauchen wir Luftpolsterfolien, die in den Behälter passen. Legt sie ein. Meine Freundin knallt die Luftpolsterfolie. Es beruhigt sie. Sie hat den Weg gefunden, den Reißverschluss-Soundeffekt zu ignorieren. Die Bläschen sind die besten Stressabbauer. Ich habe 2 ungewöhnliche EOS-Balsame in Gelb und Rosa.
Sie sind perfekte Streichwerkzeuge. Ich werde sie in den Rucksack von meiner Freundin legen. Wird sie erraten, was es ist? Wir geben rosa Acrylfarbe in einem klaren Kleber. Gut umrühren. Anschließend etwas Flüssigwaschmittel einfüllen. Und rührt es erneut um. Fügt noch eine Prise Soda hinzu, um zu verhindern, dass der Schleim an euren Händen klebt. Legt es jetzt in einen leeren EOS-Behälter. Meine Freundin kommt und sucht in ihrem Rucksack nach ihrem Lippenbalsam. Sie findet ihn, aber es ist nicht das, was sie erwartet hat. Es ist nicht mein Balsam. Oh, was ist da drin? Es ist pink und glänzend. Man kann es strecken. Es ist Schleim. Aber wo ist mein Balsam? Sie guckt in ihrer Kosmetiktasche und findet einen weiteren EOS. Und wieder ist es nicht der wahre. Wir stellen noch einen Schleim her. Wir fügen Stärke zu dem Kleber hinzu und noch gelbe Acrylfarbe. Gut umrühren. Jetzt geben wir noch flüssige Handseife dazu. Der gelbe Schleim sieht aus wie Modelliermasse. Aber statt Knete kann man ihn dehnen. Dann rollen wir einen gelben Ball auf und legen ihn in einen leeren EOS-Behälter. Während ich mit meinem gelben Schleim spiele, sucht meine Freundin weiter nach ihrem Lippenbalsam. Endlich findet sie ihn. Der beste Weg, Stress abzubauen, ist ein Problem zu lösen. Meine Freundin trägt Mascara auf und, ups, das Augen-Make-up ist verschmiert. Was kann sie tun? Sie kann so nirgends hingehen. Hey, beruhig dich. Ich habe einen Stressabbauer. Es ist mein Lieblings-Make-up-Pinsel. Wir setzen einen Ballon auf einen Trichter und befüllen ihn mit Mehl. Setz dann einen kleinen Make-up-Pinsel ein und wickelt es um den Ballon, damit der Pinsel befestigt wird. Dann decken wir den Ballon mit weißem Leim ab und bestreuen es mit Glitzer. Fixiert es dann mit Haarspray. Ich gebe meiner Freundin den Pinsel. Wenn sie den Ball drückt, fühlt es sich an wie Schnee in den Händen. Es knirscht genauso. Aber eure Hände werden nicht kalt und es schmilzt nicht. Es wird euch beruhigen. Außerdem könnt ihr den Mascara mit dem Pinsel korrigieren. Ein schöner Stressabbauer. Kann ich deinen Lidschatten nehmen? Er ist so schön und weich und erzeugt keine Farbe. Was ist los damit? Ist es abgelaufen? Nein, sie öffnet ihr Geheimnis. Es ist kein Lidschatten, sondern ein Stressabbauer. Wir geben Badeschaum zur Stärke hinzu und kneten den Schleim. Teilt es in drei Teile und fügt in jedem Lebensmittelfarbe dazu. Jetzt kneten wir dreifarbige Bälle. Ihr braucht eine leere Lidschattenpalette und setzt dann Schleim in jeden Lidschattenabschnitt ein. Nehmt es von der Palette und knetet es in euren Händen. Das kann man den ganzen Tag lang machen. Eure Augen werden auch ohne Make-up funkeln. Meine Freundin nimmt meine Foundation-Creme und versucht sie zu öffnen. Irgendwas stimmt da nicht. Hoppla, es scheint, ich habe es kaputt gemacht. Nein, es scheint in Ordnung zu sein. Es ist Modelliersand. Wir sieben eine Tasse Sand und mischen es mit einem Löffel Stärke. Gießt noch zwei Löffel Spülmittel ein und gut umrühren. Jetzt braucht ihr noch Acrylfarbe. Mischt es erneut. Es macht Spaß, Modelliersand zu berühren. Man kann damit super in den Händen kneten. Es ist auch sehr formbar und eignet sich hervorragend für den Bau von Sandburgen und anderen Sachen. Dieser Sand kann euch wirklich beruhigen. Und es macht dazu noch viel Spaß. Habt ihr aus Versehen den Mascara-Pinsel am Auge berührt? Es kann jeden zur Weißglut treiben. Aber wenn es ein Stück weiches Fell in der Nähe gibt, wird es euch besser gehen. Ihr braucht Mascara. Dann schneiden wir ein Stück Kunstpelz aus. Und geben Heißkleber an der Mascara-Oberseite. Befestigt das andere Stück an den Behälter. Es gibt einen echten Mascara unter dem grünen, flauschigen Pelz. Wenn ihr den Pelz berührt, kann man fühlen, wie der Stress verschwindet. Ich werde diesen weichen Mascara nie wieder am Auge berühren. Das Problem ist gelöst. Wie fandet ihr die Make-up-Stressabbauer? Schreibt uns, welchen ihr wählen würdet, um Stress abzubauen. Einen flauschigen Mascara, Modelliersand oder eine magische Lavalampe? Vergesst nicht zu abonnieren.
Gib deinen Daumen und klick auf die Glocke. Es ist Zeit, dein neues Video auf TomTom zu sehen.